Ja, genau. Aber in allen Bereichen des Museums besteht ansonsten Maskenpflicht. Wir werden auch an unsere Besucherinnen und Besucher appellieren, doch möglichst schon mit der eigenen Maske hier zu kommen. Aber wir werden für die Notfälle auch Masken bereithalten für alle. Genauso wie die Nach Hause entsprechenden. geschickt, wenn er seine Maske vergessen hat, oder ihr schickt Leute, Nein, wir freuen versucht. uns. Wir freuen uns ja über alle, die kommen möchten. Und wenn jemand ohne Maske hier ankommt, dann werden wir auf jeden Fall versuchen, ihn oder sie zu versorgen mit einer Maske. Das ist dann vielleicht kein Hightech-Modell, aber eine Einmalmaske geht auf jeden Fall. Und es gibt schon so ein paar Überlegungen. Wir haben ja eine Ausstellung vorbereitet mit Beate Passow, eine Münchner Künstlerin, mit ihrer Ausstellung Monkey Business. Die wird wahrscheinlich auch tatsächlich Masken zur Ausstellung herstellen. Also von daher ist es tun sich ja auch quasi ganz neue Merchandising-Möglichkeiten jetzt Also auch. im Museumshop ist sowas, könnte sowas natürlich auch so der Dauerbrenner, der neue Verkaufsschlager werden. Ich habe selber vielleicht auch ein ganz interessanter Fakt so am Rande, während meiner Schulzeit, ja fast 4 bis 5 Jahre im Museumshop der Neuen Pinakothek gearbeitet bei Zedon. Die haben ja einige oder besetzen sozusagen einige Museen ganz in ganz Deutschland. Und da wurde auch immer jeglicher Schnickschnack, sage ich jetzt mal, verkauft und war großer Verkaufsschlager, wenn irgendwo irgendwas von einem Künstler halt draufgedruckt war. Und da konnte man immer ganz gut ja, die Kunden glücklich machen. Ich glaube, so Masken, Community-Masken mit Kunstdrucken drauf, stelle ich mir eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob das schon jemand herstellt, wahrscheinlich schon, bin ich jetzt wahrscheinlich schon zu spät dran mit dieser Geschäftsidee. Aber so als Tipp für euch, das ist bestimmt ein ziemlicher Renner. Also wir sind sehr gespannt. Der Entwurf schaut richtig toll aus. Und wir werden sie dann demnächst hier tatsächlich im Museum auch haben. Und wie gesagt, so dass auch jeder hier das Museum natürlich besuchen kann, der das möchte oder die das möchte. Wir freuen uns drauf. Wir können es tatsächlich kaum erwarten, endlich wieder hier auch unser Publikum begrüßen zu Genau, das dürfen. Es schaut natürlich ganz anders aus. Also auch darauf kann man sich einstellen. Unser Foyer, das ja vorher bestuhlt war für das Museumscafé und so weiter, schaut jetzt ein bisschen aus wie so ein Flughafenterminal. Mit Absperrungen und irgendwelchen Bändern und so weiter. Also wir müssen natürlich darauf achten, Sicherheit geht vor für alle, die sich hier im Museum aufhalten, dass entsprechend der Abstand eingehalten wird, dass also all diese Regelungen, die für uns ja alle gelten im Alltag, dass die auch hier vor Ort im Museum gelten. Es wird in den meisten Fällen klar gekennzeichnete Rundgänge auch geben. Also das heißt, man geht an einem Punkt in eine Ausstellung oder in einen Sammlungsbereich und geht an einem anderen Punkt wieder raus, sodass sich auch nicht irgendwelche Räume bilden, wo sich Gruppen sammeln, warten müssen oder irgendwie sowas, sondern dass da so ein Flow sozusagen im Besuch dann auch irgendwie vorherrscht. Da wird unser Personal natürlich auch entsprechend instruiert. Entschuldigung, habe ich deinen Kommentar nicht Kein mitbekommen? Problem, Entschuldigung, habt ihr auch gerade ein bisschen reingeredet. Ich meinte kein Entgegenkommen, also kein starkes Entgegenkommen, dass man so ein bisschen wahrscheinlich vermeidet, dass Leute praktisch kreuz und quer sich dann begegnen und so Genau. sich eventuell eben anstecken könnten. Ja, also Madame Ja. Marisa schreibt hier auch endlich, freue mich schon so. Ich glaube, es gibt viele Kultur- und Kunstliebhaber, die jetzt wirklich mit den Füßen langsam scharren und sich wahrscheinlich schon wie Groupies vor euren Türen versammeln und dann den Countdown mit runterzählen, bis eure Türen wieder aufgehen. Ja, da gibt es natürlich, sagen wir so, da gibt es schon dann auch Erfahrungswerte aus anderen Häusern. Es gibt auch Umfragen, die über die Kunstmagazine schon zum Teil veröffentlicht wurden. Also ich bin mir gar nicht so sicher, wie groß der Run gleich am Anfang sein wird. Es wird mit Sicherheit
Menschen geben, die einfach gerne auch wieder ins Museum gehen möchten. Und auf die freuen wir uns hier. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei den Läden und bei den Geschäften. Man hat ja gemerkt, es ist trotzdem zögerlich, sozusagen, wie das Ganze wieder anläuft. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, jeder hat bestimmt auch erstmal andere Dinge, mit denen er sich beschäftigt, ob das jetzt die Kinderbetreuung ist oder irgendwelche Homeoffice oder nicht mehr Homeoffice-Regelungen. Also jeder muss ja wieder in seinen Alltag zurückfinden. Und trotz allem geht Sicherheit natürlich auch irgendwie vor. Also das heißt, jeder ist, glaube ich, einfach erstmal vorsichtig, überlegt vielleicht auch, will ich jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder nicht? Wie komme ich denn dahin zu den Häusern? Also all das wird eine Rolle spielen mit Sicherheit. Mit wem gehe ich dahin ins Museum? Gehe ich mit der Familie? Gehe ich alleine oder treffe ich mich mit einem Freund? Also all das sind Themen, die mit Sicherheit eine Rolle spielen. Und so wie sich's jetzt, glaube ich, aktuell darstellt, werden wir hoffentlich keine großen Schlangen vor dem Museum haben. Das sage ich jetzt ganz bewusst so, weil wir müssen natürlich auch dort darauf achten. Wir können immer nur eine bestimmte Anzahl ins Museum lassen, aber wir müssen natürlich auch darauf gucken, was passiert vor dem Museum. Und können auch dort, müssen auch dort drauf schauen, dass keine größeren Ansammlungen entstehen. Und aber für all das, wie gesagt, gibt es seit geraumer Zeit Überlegungen, Abstimmungen zwischen den Häusern. Bei dem einen Haus sind großzügigere Räumlichkeiten vorhanden, das andere ist eher kleinteilig. Und für all diese speziellen Gegebenheiten muss man einfach eine Lösung dann parat. Ja, spannend. Wir hatten ja letzte Woche auch so das Thema, sich schnell auf neue Gegebenheiten umstellen und dementsprechend auch so Lösungen entwickeln, Lösungsansätze. Und jetzt seid ihr diese Woche wieder gefragt, relativ kurzfristig. Ich meine, gut, ihr habt euch natürlich die Wochen davor auch schon Szenarien überlegt. Wie können wir unseren Besuchern und Besucherinnen einen angenehmen, sicheren Aufenthalt gewährleisten? Aber jetzt geht es so ein bisschen ans Eingemachte sozusagen. Nächste Woche ist es soweit und jetzt seid ihr wieder gefragt, schnell und flexibel auch neue Lösungen zu finden. Du hast gerade das Thema angesprochen mit dem Wetter. Ich habe mir letztens auch überlegt, dass wir eigentlich ziemlich Glück hatten im April. Es hat kaum geregnet, was für die Natur natürlich ein anderes Thema ist. Aber wir hatten ja auch teilweise Schlangenbildung vor Geschäften, also wie Supermärkte oder dann ja, Baucenter, Gartencenter. Das hätte ganz anders ausgesehen. Was wäre, wenn wir im Schnee oder in Eiseskälte im Regen draußen gestanden wären? Also da waren wir eigentlich jetzt mit diesen Lockdown-Maßnahmen relativ gesegnet. Und wir können hoffen, der Mai schaut jetzt bisher nicht so gut aus, aber dass eben wir da auch im Sommer Glück haben werden, dass wenn es eben auch Schlangenbildung gibt und es ist ja teilweise eine Zeit lang zumindest nicht zu vermeiden, dass man da dann eben nicht auch noch vom Wettergott bestraft wird. Also das ist irgendwie auch so ein Ding, was ich mir dann dachte, hey, eigentlich Glück gehabt. Absolut, absolut. Jetzt müssen wir einfach Vorkehrungen treffen. Wir wollen natürlich nicht, dass unser Publikum dann draußen vor der Tür im Regen warten muss. Also auch dafür gibt es Lösungen, wie auch immer die ausschauen. Die werden vielleicht auch erstmal eher behelfsmäßig sein. Also wir können jetzt ja auch große Umbauten irgendwie vornehmen am Museum, aber es gibt auch dafür natürlich Lösungen. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ich glaube gar nicht, dass es notwendig ist, auch im Inneren größere Umbauten irgendwie vorzunehmen. Es geht um eine Besucherführung. Wie macht man die sinnvoll durch das Haus, sodass jeder entspannt und genussvoll auch durch die Räume gehen kann? Wir freuen uns riesig, dass wir endlich wieder die Lisa Walker-Ausstellung aufmachen können. Die war jetzt 2 Monate eigentlich fast geschlossen. Wir denken auch tatsächlich darüber nach, das sind wir jetzt gerade in allen noch in Gesprächen, wie können wir das Programm auch ein bisschen entzerren, sodass auch noch ein paar Wochen bleiben, um die Lisa Walker-Ausstellung anzusehen. Also das heißt, in Kürze werden auch über die diversen Kanäle die Informationen dann kommen, wie verändern sich unter Umständen Laufzeiten, bleiben die Termine alle gleich. Ich habe gesehen, eine Frage war da eben auch schon jetzt in den Kommentaren, was passiert denn mit den Ausstellungsdaten? Vorerst bleiben eigentlich alle erstmal gleich.
Es waren ja Eröffnungen geplant am 13. Mai mit Margret Eicher, mit der Ausstellung Lob der Malkunst und auch Beate Passow, Monkey Business. Diese Ausstellungen sollten am 13. Mai eröffnen. Ausstellungseröffnungen können wir im klassischen Sinne ja gar nicht mehr durchführen aktuell. Aber es wird, die Ausstellungen werden offen sein und werden fertig sein, wenn unser Publikum wieder kommt. Also von daher kann man dann alles sehen hier in der Villa Stuck. Wir bereiten auch parallel gerade noch eine Sammlungspräsentation vor mit Skulpturen von Franz von Stuck. Das betreut unsere Sammlungsleiterin, Margot Brandlhuber. Und auch da sind wir kräftig am Planen und am Aufbauen, sodass dann tatsächlich das ganze Museum auch wieder zugänglich ist, sodass wir auch nicht einzelne Bereiche absperren können, sondern im Grunde genommen den größtmöglichen Raum anbieten können, in dem sich das Publikum dann auch verteilen kann. Super, also vieles, woran ihr denken müsst. An alle, die jetzt hier eingeschaltet haben, herzlich willkommen zu Hashtag Ask the Director im Rahmen von Closed but Open. Die Villa Stuck ist seit dem 13.3., ist das richtig, oder 14.3., die Zeit verfliegt, geschlossen. Aber wir sind hier unter anderem immer dienstags zusammen mit dem Direktor der Villa Stuck, Michael Burs, und mir von Muckbook, dem Stadtmagazin, live. Und ihr könnt immer am Montag davor in der Instagram-Story der Villa Stuck eure Fragen an Michael Burs stellen. Wir haben übrigens gestern Lob bekommen. Keep up the good work wurde da geschrieben in die Instagram-Story. Da freuen wir uns natürlich sehr. Ist auch spannend, wie es jetzt mit unseren Live-Streams immer dienstags weitergeht. Wahrscheinlich bist du jetzt ab nächsten Dienstag schon wieder beschäftigt, oder? Und hast du noch Zeit, meinst du? Wie glaubst du, geht's weiter? Ja, das ist natürlich tatsächlich eine große Überlegung. Also wir haben ja jetzt oft darüber gesprochen, welche digitalen Formate hat das Museum in der Zwischenzeit entwickelt. Also nicht nur wir, sondern auch andere Häuser natürlich. Und natürlich ist eine große Frage, wie führt man dieses Programm weiter? Also wir sind ja mit unserem Hashtag Stuck at Home sehr glücklich. Wir hatten letztes Wochenende richtig viel Programm mit den Unicorns, die den Tanz in den Mai hier eingeläutet haben am 30. April. Wir hatten ein philosophisches Foyer zum zweiten Mal digital zum Thema Müßiggang, an dem ich nicht teilnehmen konnte, aber das offensichtlich richtig gut funktioniert hat und ein schöner Abend war. Und am Samstag dann hat hier ich hoffe, du warst dabei. Du hast ja angekündigt, da musst du unbedingt reinschauen bei dieser War Lesung. super. Auch müssen wir Also, beantworten, gibt es eine Fortsetzung mit der Lesung mit Matza? Das war auch noch eine Frage, aber jetzt genau im Anschluss dazu. komme ich dann drauf. Genau. Also all diese Formate, die sind für uns ja ein Experimentierfeld gewesen, aber sie haben uns natürlich auch unter Umständen vielleicht auch neues Publikum gebracht. Menschen, die sich für diese Formate interessieren, denen wir die Villa Stuck so ein bisschen haben näher bringen können darüber. Und von daher wollen wir natürlich gerne auch weitermachen. Also wir werden ja auch in Zukunft erstmal uns überlegen müssen, wie kann unser Vermittlungsprogramm weitergehen. Also große Führungen mit großen Gruppen, all das wird mit Sicherheit aktuell erstmal nicht stattfinden können. Vielleicht finden wir andere Formate, wie wir in kleineren Gruppen auch durch die Ausstellungen gehen können, unter Einhaltung natürlich der Mindestabstände und mit Maske und so weiter. Also das wird alles eine große Umstellung sein. Und von daher sind wir tatsächlich auch am Planen. Es wird weitergehen mit Stuck at Home. Wir bereiten gerade eine Videoreihe vor zu den historischen Räumen, auch mit Margot Brandlhuber. Die wird durch die Räume Und der gut führen in kurzen geplant die Clips. Woche. Genau. Und also von daher, Stuck at Home wird weitergehen und ich finde es ja eigentlich auch spannend, dann auch darüber zu berichten, wie dann eben tatsächlich das Museum besucht Ja. wird in diesen Zeiten. Also
Wie reagiert unser Publikum? Gibt es da vielleicht auch Feedback von den Besucherinnen und Besuchern, was wir über die verschiedenen Kanäle auch nochmal nach außen kommunizieren können? Unter Umständen lernen wir ja jetzt eben auch, wenn wir wieder eröffnen, wie funktionieren bestimmte Dinge, andere müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Und also ich glaube, wir haben noch genügend Themen, über die wir sprechen können und von denen wir berichten können, sodass wir uns, glaube ich, auch für nächste Woche hier nochmal gut verabreden können. Sehr gut, das freut mich, weil heute hier live sich von dir zu verabschieden, sozusagen für wer weiß wie wann, ich glaube, das hätte ich jetzt nicht übers Herz gebracht, lieber Michael. Deswegen bin ich auch ganz froh. Ich glaube auch, dass es schön ist, einen Einblick direkt, wenn das Museum wieder eröffnet hat, an die Menschen auch digital zu tragen, um ihnen zu zeigen, hey, ihr dürft kommen. Wir haben hier unsere Sicherheitsmaßnahmen, unsere Sicherheitsvorkehrungen getroffen für euch, um mit euch gemeinsam auch wieder die Kunst vor Ort erlebbar zu machen. Und das eigentlich ist es, als hätte sich die Regierung abgesprochen und gesagt, wir warten jetzt genau bis zur Museum Week 2020 und lassen dann die Museen wieder öffnen. Da ist so ein bisschen ein digitales Feuerwerk auch. Das passt ja auch ganz gut, denn vom 11. Mai bis zum 17. Mai sind ja die internationale Museumswoche, würde ich das jetzt mal nennen. Und am 17.5., also der Sonntag, schließt dann eben ab mit dem Internationalen Tag der Museen. Großes Highlight. Viele Museen haben natürlich auch digital entsprechend für die Woche was geplant. Kannst du da schon ein paar Highlights dir rauspicken oder schauen wir da erst am Wochenende drauf? Also die Woche ist ja durchgeplant, diese Museum Week ist ja durchgeplant mit verschiedenen Hashtags. Also da gibt es die Heroes und da gibt es Climate, also der Klimawandel wird thematisiert, Technologie und Digitales wird thematisiert. Ich glaube, am Sonntag, eben am Internationalen Museumstag, dann am 17. Mai, geht es um Träume, sowohl vielleicht von unserem Publikum als auch von uns hier aus dem Museum raus. Also welche Zukunftsträume verbinden wir mit den Museen? Wir werden an jedem Tag zu diesen Hashtags etwas veröffentlichen, mit eurer Hilfe logischerweise. Und werden, so ist zumindest der Plan, wir haben uns mal überlegt, wer sind denn unsere Heroes hier im Museum? Und aktuell sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir unser Aufsichtspersonal tatsächlich gerne mal würdigen möchten. Also die Menschen, die jetzt auch in den Wochen der Schließung hier tagtäglich im Museum waren. Es war ja dann doch eben immer irgendwas zu tun, irgendwas vorzubereiten. Und die waren ab dem ersten Tag, ab 14. März, da war so ein kleiner Schockmoment natürlich. Da mussten sich, glaube ich, alle erstmal ein bisschen berappeln und sich einmal durchschütteln. Und dann waren aber alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesem Aufsichtsdienst jeden Tag hier mit Feuereifer wieder bei der Sache. Und von daher, das sind, glaube ich, unsere Heroes und die werden in dieser Museumswoche gewürdigt, wie viele andere Themen eben auch. Und wir werden da, glaube ich, wieder einige schöne Beiträge auch veröffentlichen. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Deswegen folgt der Villa Stuck auf allen möglichen Kanälen. Die gibt es hier eben auf Instagram, aber auch auf Facebook, auch auf der Website könnt ihr vorbeischauen. Dort gibt es auch einen Villa Stuck Blog und dann verpasst ihr auch nichts. Und Constanze schreibt, ihr habt auf jeden Fall auf diesem Kanal gezeigt, was Museum alles sein kann. Danke. Das kommt. Das ist doch ein schönes Feedback. Ja, vielen, vielen Dank. Stimmt deswegen hier wahrscheinlich auch nochmal so als Bestärkung, dass man die digitalen Kanäle keinesfalls aus den Augen verlieren sollte und das, was man eben sich aufgebaut hat, auch in den vergangenen Wochen, auch wenn es gezwungenermaßen irgendwie war, beibehalten kann. Ja, unbedingt. Also wir haben ja auch viel Unterstützung von außen gemerkt. Also jetzt natürlich auch aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen. Also eine gegenseitige Unterstützung. Man hat sich auch immer wieder gefragt, wie geht's bei euch? Wie läuft das alles? Man hatte gerade innerhalb der Stadt München natürlich über das Kulturreferat als gemeinsame quasi Dachorganisation einen Erfahrungsaustausch. Also wir waren immer gut informiert. Wir haben uns gegenseitig auf den neuesten Stand gebracht, wenn irgendwo Informationen angekommen sind.
Also das war schon auch ein toller Zusammenhalt, den wir in diesen Wochen jetzt irgendwie, glaube ich, gegenseitig gespürt haben. Auch hier im Haus, auch wenn das, ihr könnt es ja auch, habt es auch am eigenen Leib erfahren, wie das ist, eben Homeoffice, wenn alle irgendwie über die Stadt verteilt sind und dann eben doch an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Das hat alles wahnsinnig toll funktioniert. Also da kann ich mich auch bei allen tatsächlich nur noch mal bedanken, dass alle da mit bei der Sache waren, mit all den Problemen, die mitkommen, also wie das eben so ist, wenn man drei Kinder noch zu Hause hat und dann nebenbei noch irgendwie Texte schreiben soll oder Veranstaltungen digital vorbereiten soll. Das hat wunderbar funktioniert und nicht zuletzt, und da komme ich jetzt dann eben noch mal auf Alexander Matzer zu sprechen, auch unser Villa Stuck Verein hat uns toll unterstützt, war immer bei der Sache, hat unsere Programme geteilt, hat sich eben tatsächlich aktiv auch beteiligt mit Ideen, was wir denn alles in diesen Zeiten jetzt hier so machen könnten, auf digitalen Wege. Und also wirklich ein Highlight war tatsächlich die Lesung mit dem Alexander Matzer jetzt am vergangenen Wochenende. Und der Alex hat aufgehört zu lesen und ich glaube, 2 Sekunden später hat er gesagt, das war so toll, kann man nicht weitermachen, weil die Hälfte des Buches fehlt ja noch und das wäre jetzt doch eine wahnsinnig schöne zweite Stunde. Ich glaube, ich kann jetzt noch keine Termine veröffentlichen hier in unserem Gespräch, aber das wird hoffentlich bald passieren können. Was ich ankündigen kann, ist, dass ich am kommenden Samstag, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Wochentag das ist der, Moment, der 1., der 9. Mai, genau. Am 9. Mai werde ich mit dem Vorsitzenden unseres Villa Stuck Vereins sprechen, ähnlich wie wir beide hier über Instagram Live, mit dem Peter Hansen auch darüber sprechen, wie diese Situation für einen Förderverein sich unter Umständen darstellt, weil natürlich auch da geht es darum, wie bleibe ich in Kontakt mit den Mitgliedern, wenn ich mich eben nicht vor Ort im Museum treffen kann zu Veranstaltungen. Welche anderen Formate kann ich da finden? Wie kann ein Verein ein digitales Museum unterstützen? Also über diese Themen werden wir sprechen und können dann, da schaut er zu, Peter Hansen, ganz genau sagt er da auch, ich freue mich schon auf das Gespräch am kommenden Samstag, Peter. Und spätestens dann, aber ich hoffe natürlich auch früher, können wir unter Umständen schon eine Meldung rausgeben, die was mit Alexander Matzer und mit Martin Suter und der Fortsetzung der Lesung zu tun hat. Super, also ich bin dabei, mir hat es sehr gut gefallen und freue mich drauf. Zum Abschluss, nächste Woche haben wir ganz viele Highlights. Nächste Woche ist eben die Museumswoche, aber ein Highlight für diese Woche, also am Sonntag ist ja Muttertag und am Samstag gibt es ja wieder Fränzchen at Home. Meinst du, da gibt es irgendwelche Muttertagsbasteleien, weil ich suche auch noch nach einem Geschenk. Also ich habe letztens nur einen Tipp für Männer irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube auch auf Instagram, da hatte jemand geschrieben, Achtung, dieses Jahr Muttertag, die Kindergärtnerinnen übernehmen nicht euren Job. Also von daher, man muss selber ran quasi. Und ich glaube, wir werden mit Sicherheit was Schönes irgendwie vorbereiten. Ich kenne die aktuellen Planungen noch nicht im Detail. Aber es wird mit Sicherheit was Gutes kommen am Samstag dann. Sehr gut. Ich schaue da auf jeden Fall vorbei und das lege ich euch allen, die hier zuschauen oder das Video, unseren Livestream später noch anschauen. Der ist ja immer 24 Stunden auf jeden Fall noch online und wird danach auf Facebook und auf YouTube hochgeladen, dass ihr eben auf die Kanäle des Museum Villa Stuck rüber schaut, auf Instagram, YouTube, auf der Website, auf Facebook und auf dem Blog. Und hast du noch was abschließend, Michael, für diese Woche? Nee, vielleicht sollte ich einfach nur dazu sagen, wenn wir nicht so regelmäßig wie vorher in dieser Woche live auftauchen, also bis auf Samstag 17 Uhr, da sind wir mit dem Villa Stuck Verein auf jeden Fall live dabei. Wenn wir uns ansonsten in dieser Woche ein bisschen rar machen, dann ist es nur dem Umstand geschuldet, dass wir uns vorbereiten
für die Zeit, wenn dann alle auch tatsächlich wieder ganz live hier vor Ort sein können. Das heißt aber nicht, dass wir unser Publikum vergessen. Wir werden natürlich trotzdem fleißig posten und hier Formate ins Netz stellen und freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Genau, das ist ein guter Abschluss. Das heißt, die Villa Stuck ist noch für euch da. Sie bereitet sich sozusagen nur für euch dann wieder vor Ort vor. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Ich bin persönlich sehr gespannt, was ihr nächste Woche aus der Villa zu berichten habt, wie eure Wiedereröffnung abläuft und drücke euch bis dahin für alle weiteren Vorbereitungen noch ganz fest die Daumen, Michael. Vielen Dank, Schalker, an alle hier nochmal. Grüße zuletzt nochmal an den Villa Stuck Verein. Die sind hier immer ganz fleißig mit dabei. Vielen Dank an all die mit dabei waren und einen schönen Abend. Danke, das wünsche ich dir auch. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.